Was denn? Mein Wagen wird nicht gegessen. Wir warten hier noch 8 Stunden. Da soll ich nichts essen? Ja, du kannst ja was essen, aber nicht in meinem Wagen. Das ist nicht dein Wagen, das ist der Wagen des Landes Nordrhein-Westfalen. Ist denn einer rausgekommen? Nein. Wo ist mein lustiges Taschenbuch? Im Müll. Warum? Weil es nicht angeht, dass du hier so eine peinliche Scheiße liest. Außerdem ist es total unlogisch. Was bitte ist denn daran unlogisch? Zum Beispiel wegen Pluto. Was ist denn mit Pluto? Pluto ist ein Hund, ne? Ja. Ja, wohnt in der Hundehütte. Ja. Goofy ist aber auch ein Hund, fährt Auto und wohnt im Haus. Unlogisch. Nicht proportionale Evolution. Bitte? Das ist nicht proportionale Evolution. Das ist das Entenhausen-Ententeich-Paradigma. Pass auf, es gibt im lustigen Taschenbuch 407, da gibt es eine Szene, da führt dann Tick, Trick und Track Enten, die auf einem Ententeich schwimmen. Das erklärt gar nichts, genauso unlogisch. Nein, es gibt in Entenhausen offensichtlich Evolution, die für jeden unterschiedlich schnell abläuft. Ja. Deshalb gibt es Enten, wie wir die kennen, hier Quack Quack, die so auf dem Ententeich mit Brot gefüttert werden. Ja, ja. Und es gibt Enten, die einen multinationalen Konzern leiten oder bei den Pfadfindern sind. Ja. Das ist ein Symbol. Das ist hier wie Brecht. Wie Brecht ist ja, das? Ja, nur nicht so bildungsbürgerlich abgehoben. Das ist doch was, worüber man nachdenken muss. Ja. Das hat doch eine Aussage über dich und mich als Mensch. Ja. Wir Menschen sind ja auch unterschiedlich weit entwickelt. Ja, offensichtlich. Und du musst dir für dich überlegen, bin ich eine Ente, die auf dem Ententeich schwimmt und gefüttert wird? Oder bin ich eine Ente, die im Matrosenanzug daneben steht und die füttert? Ja. Oder bin ich eine Ente, die denkt, sie würde füttern, in Wirklichkeit aber gefüttert wird? Von einem, der will, dass man denkt, man würde füttern. Das Einzige, worüber ich nachdenke, ist, mit was sie dich als Kind gefüttert haben. Ach, komm mal. Da kommt einer rauf. Moment.